Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Herzlich willkommen allen hier vor dem Gemeindehaus und herzliche Grüße an alle zu Hause, die beim Livestream dabei sein können. Ganz besonders möchte ich heute die Konfirmandinnen und Konfirmanden begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass Sie als Eltern dabei sind, als Geschwister, als Paten oder als Großeltern. Eure Konfizeit hat in den letzten Wochen mit einer Kanutour begonnen. Wir hoffen, dass das für euch ein guter Einstieg war und viel Spaß gemacht hat. Die Konfizeit ist auch eine Zeit des gegenseitigen Kennenlernens. Ihr lernt unsere Gemeinde besser kennen und wir Älteren haben die Chance, euch ein bisschen erleben zu und kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche euch, dass das ein gutes Jahr für euch wird und für uns. Das Thema, um das es in diesem Gottesdienst gehen soll, heißt Segen jetzt. Ich lade Sie und euch ein zum Gebet. Gott, es ist schön, dass wir hier zusammen sein können. Wir kennen uns unterschiedlich gut untereinander. Und auch der Bezug zu dir ist für uns unterschiedlich. Aber es gibt Dinge, die uns verbinden. Wir alle haben Hunger und Durst. Wir alle brauchen Nähe und Anerkennung, Hilfe und Gelegenheiten, um über uns hinauszuwachsen. Wir brauchen Geduld für uns und für andere. Wir brauchen Vergebung. Vergebung, die wir erbitten, die wir schenken. Wir sind ängstlich, mehr als man uns das ansieht, jeder an seiner Stelle. Und wir können mutig sein, sodass es uns manchmal selbst überrascht. Du liebst uns alle. Lass uns heute davon etwas spüren. Amen. Wir hören nun das Lied Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Gute Nachricht für den heutigen Morgen. Schönen guten Morgen auch noch von mir und von uns hier. Ihr dürft singen, tatsächlich mit Maske. Das heißt, ich weiß nicht, die Sandra hat mal gesagt, ja, das ist vielleicht manchmal schwierig, mit Maske zu singen, aber Hauptsache, wir können überhaupt singen. Ja? Und das ist doch toll, dass wir singen können. Ihr seid herzlich eingeladen, laut unter der Maske zu singen. Wir freuen uns, euch zu hören. Und wir begleiten euch ein bisschen beim Singen und singen auch ein bisschen mit. Und wünschen uns eine gute Zeit mit euch. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Und diese Liebe in Sommerzeit.
Du musst. Ja, jetzt wollen wir mal tatsächlich alle Konfirmandinnen und Konfirmanden nach vorne bitten. Und wir müssen ein bisschen auf die Abstände achten. Also kommt mal nach vorne und stellt euch mal hier so ein bisschen verstreut in diesem Bereich hier vorne auf. Sind gar nicht so wenig. Nee, gucken, ob das funktioniert. Es ist wieder ein größerer Jahrgang und das ist sehr schön. Und schaut in die Gemeinde, weil wir kennen euch schon. Also so ein bisschen. Ihr könnt mal ein bisschen nach hinten gehen, auch gern nach oben drauf so. Genau. Versteckt euch nicht. So ein bisschen eine, hast du das so geordnet mit so einer Frauen- und einer Männeraufstellung? Nee, ne? Das ist so ein bisschen wie Öl und Wasser in dem Alter. Das geht von ganz allein. Ja. Ihr habt das mit den Abständen super hingekriegt. Naja, gut. Okay, vielleicht habe ich es blöd erklärt. So, was haben wir mit euch vor? Wir haben mit euch vor, dass jeder ganz kurz mal seinen Namen sagt, wenn wir zu euch hinkommen und den Ort, aus dem er kommt. Und wir haben eine Sache, eine Frage oder einen Satz, den ihr vervollständigen sollt, ganz spontan. Es gibt keine Noten drauf. Das sind alles Menschen, die euch mögen. Ja, also dann, wenn wir lachen, dann lachen wir mit euch, nicht über euch oder so. Ja, es soll eigentlich nur ein bisschen lustig sein und Spaß machen. Ich habe jetzt nur gar kein Mikrofon, Matthias. Warte mal. Ich hätte hier eins, was wir nehmen können, aber du kannst auch das... Ich glaube, wir teilen uns mal auf. Ja? Ja. Gut. Das ist an? Ja, sehr schön. Okay. Luisa, warum machst du das? Ich versuche mal mein Glück, ja? Okay. So, wir fangen bei dir mal an. Hallo. Nimmst du es in die Hand? Ich bin Mia Beisheim, ich komme... Ja, versuch mal so ganz... Ganz dicht dran. Ich bin Mia Beisheim, ich komme aus Dagobertshausen und bin 13 Jahre alt. Hallo Mia, guten Morgen. Das Beste an den Ferien ist das... Zu Hause rumsitzen, nichts tun. Alles klar, Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank Mia, herzlich willkommen. Wir machen mal weiter mit dem Erik. Erik, sag uns mal, wie du heißt. Erik, ich bin Erik Steinbach, komme aus Malsfeld, bin 13 und ich bin 13 Jahre alt. Erik, wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich als allererstes... Frühstücke ich. Ja, das ist eine logische Antwort auf jeden Fall. Ne? Also vielen Dank. Wir machen hier weiter. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Jana, ich bin auch 13, ich komme aus Elfershausen. Jana, wenn ich 10 Euro habe, dann? Ausgeben. Alles klar. Für was denn, Jana? Für Eis. Ein großer Eisbecher vielleicht? Ich weiß es nicht so genau. Mal gucken. Leo, kommen wir mal so einen Schritt hierher. Dann sieht man dich auch besser. Leo, sag uns mal deinen Namen. Ich heiße Leo und komme aus Beisefürth und bin 13 Jahre alt. Leo. Ich habe eben am Eis gefragt, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Eisdiele, wenn du jetzt alles aussuchen könntest, eine Eisdiele mit 100 Sorten, was würdest du dann für eine Sorte nehmen? Die absolute Top-Super-Sorte? Ich würde Stracciatella nehmen. Das ist schon eine gute Wahl, glaube ich. Vielen Dank, Leo. Ich habe jetzt in der Zeitung gesehen, dass es Nutella-saure Gurke gibt als Sorte. Das ist eklig. Gut, ne? Okay. So, wir machen mal weiter hier. Ich bin Katja, bin 13 Jahre alt und komme aus Malsfeld. Katja, wenn ich mich mit Freunden oder Freundinnen treffe, dann mache ich gerne... Einen Spaziergang. Einen Spaziergang. Dankeschön. Was anderes darf man ja gerade auch nicht. Also durfte man lange nicht machen. Die wissen gar nicht mehr so genau, man muss da draußen und so. Okay, wir machen mal weiter. Ich verrate mal jetzt nicht alle Namen, sondern lass die das mal selber machen, ja? Ja. Ich bin Niklas Nett, wohne in Dagobertshausen und bin 12 Jahre alt. Niklas, schön, dass du dabei bist. Ich muss so formulieren, reisen würde ich gern mal nach Italien. Italien ist gut. Ich reise übrigens bald nach Italien, also nächstes Jahr eigentlich erst, okay, aber gut. Schön, dass du da bist. Kann Niklas eigentlich mit, oder? Noch die Grenze, glaube ich, noch leider, Henning. Okay, ne? Okay. Blöd, ne? So, wir machen mal hier weiter. Ich bin Luisa, ich bin 13 und ich komme aus Beisefürth. Am Wochenende nutze ich die Zeit gerne, um Handy zu spielen.
Bin ich dran? Was zu spielen? Alles klar. Was zu spielen. Good. Am Anfang hatte Luisa sich noch das Wort Handy zu benutzen. Das kam, das ist so sozial nicht erwünscht, deswegen, aber es ist okay, Luisa, völlig in Ordnung, ja, passt. So, ich hole euch mal so ein bisschen nach vorne, dann steht ihr nicht so nah in der Box. Erik, komm noch mal ein bisschen zu mir, also ein Erik, der am weitesten vorne steht. Wir haben einen Haufen Eriks, wir haben quasi Eriks im Überschuss. Komm ruhig ein Stück nach vorne, Erik. Erik, wie heißt du? Ich bin Erik, komme aus Weißenfurt und bin 13 Jahre alt. Erik, die Luisa, das Stichwort, wenn ich am Handy bin, dann... Guck ich YouTube. Schau da YouTube. Was denn, Erik? Fritz Meinecke, okay. Wir müssen uns später nochmal austauschen darüber, glaube ich. Sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass du da bist, Erik. So, ich mache hier mal weiter. Ich bin Emma, komme aus Mahlzeit, bin 13. Ja. Emma, das Fach in der Schule, das ich gar nicht mag. Mathe. Ah, okay. Der Klassiker, oder? Der absolute Klassiker. Ja. Emma, liegt an den Lehrern, oder? Liegt an den Lehrern, oder? Nee. Nee? Echt? Englisch liegt am Lehrer. Englisch liegt am Lehrer. Schnitt? Die gucken das, glaube ich. Vielleicht sind, ja genau, das ist gefährlich, das ist online hier, ne? Also okay. Maximilian, komm mal nach vorne. Hallo, ich bin Max, ich komme aus Dagobertshausen, ich bin 13 Jahre alt. Maximilian, wenn ich selber mal kochen muss, die Mama ist verreist, niemand ist zu Hause, du musst kochen, das ist dein Job, was machst du dann? Nudeln mit Tomatensauce. Das ist der Klassiker, würde ich sagen. Dankeschön. So, hier habe ich noch eine Person. Bitteschön. Ich bin Anastasia, bin 13 Jahre alt und komme aus Dagobertshausen. Anastasia, der blöde Fall, dass du krank bist. Was hilft dir dann am besten? Schlafen. Okay. Dankeschön. Der Noah war der Nächste. Noah, komm, Schritt nach vorne. Ich bin Noah, bin 13 Jahre alt und komme aus Speisefurt. Noah, wenn ich richtig sauer bin, richtig, so richtig sauer, ja, dann? Schlage ich meine Schwester. Nele, bist du da? Wir können dich beschützen. Das war jetzt sehr ehrlich. Ich mache hier mal weiter, bitteschön. Ich bin Erik Giesen aus Beisefurt und bin 12 Jahre alt. Erik, eine wichtige Eigenschaft bei einem guten Freund ist? Dass er sportlich ist. Okay. Ja? Ja. Dankeschön. Ich bin mal gespannt, ob ich auf die nächste Frage eine Antwort bekomme. Silas, kommst du nach vorne? Ich bin Silas, komme aus Beisefurt und bin 13 Jahre alt. Silas, wenn ich Fernseh schaue, was man heute ja nicht mehr macht, aber wenn du es mal tun würdest, was würdest du dann schauen? Silas, Fernseher, das ist diese alte Kiste im Schaufenster, im Wohnzimmer, wo Mama und Papa manchmal die anmachen, keine Ahnung. Die Nachrichten. Die Frage muss raus, Henning, es ist... Sie ist durch die Zeit verrückt. Ist okay, Jahrgang 1975. Okay, so, bitteschön. Ich bin Lukas, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Beisefurt. Lukas, am Nachmittag, was machst du am liebsten? Zocken. Zocken? Was verstehe ich unter Zocken? Minecraft, alles klar, Computerspiel, wunderbar. Ich bin Hannes, bin 13 Jahre alt und komme aus Malzfeld. Hannes, also zumindest traditionell würde ich sagen, stimmt das, ne? Hannes, Kiosk ist offen, alles ist da, Süßigkeiten en masse, du kannst dir aussuchen, was du willst. Eine Sache, große Packung, was nimmst du? Keine Ahnung. Überleg mal. Alles, steht alles vor dir. Süßigkeiten, was ist die beste Süßigkeit, die es da gibt? Schnüre. Sau schön. Cola, Apfel oder Erdbeer? Cola, natürlich Cola. Okay, alles klar. Ich bin der Fabian aus Beisefurt, bin 13 Jahre alt. Ja. Okay. Fabian, etwas, was ich gerne mal ausprobieren würde. Handball, alles klar. Dankeschön. Ja, schön. Also,
Jetzt schaut sie euch nochmal an. Man sieht sie mit Maske jetzt ja nicht so ganz, aber zumindest so ein bisschen. Ne? Ich bin mir sicher, wir sehen sie nochmal in einem Gottesdienst in diesem Jahr ohne Maske. Also ich habe zumindest ganz große Hoffnung, dass das so ist. Immer wieder mal. Immer wieder mal. Ja. Und wir haben noch ein Geschenk für euch. Also eigentlich haben wir zwei Geschenke für euch. Und die geben wir euch jetzt mal. Und genau, sagen danach noch einen Satz dazu. So. Einmal was Leichtes für jeden von euch. Bitte schön. Ja, gab es nichts heute Morgen, Emma. Schön. Dürfte gleich essen, ja. Ja, die beiden Sachen, die wir ausgeteilt haben, Gummibärchen und diese Bibel, die Basisbibel, beides spielt jetzt in dem kommenden Jahr eine Rolle. Also Matthias und ich, wir schnucken gerne und spielen auch gerne um Schnucke, also das ist sozusagen immer so ein bisschen Motivation, ja, also dass man irgendwie sich richtig reinhängt oder so. Und wir lesen auch total gerne Bibel. Und wir haben uns jetzt für dieses Jahr entschieden, dass ihr seid der erste Jahrgang, der von uns die Basisbibel geschenkt bekommt. Eine Bibel, die sich in besonders guter Weise verstehen lässt. Die Sätze sind sehr kurz, die Sprache ist gut, in einer guten Weise einfach und trotzdem ist die ganze Wucht und der ganze Reichtum der Geschichten da drin. Und ja, das ist das, die Bibel zu jedem Konfitag, die bringt ihr wieder mit. Nächsten Samstag geht es ja schon los irgendwie. Wir freuen uns schon sehr darauf. Da könnt ihr es auch, sollt sie mitnehmen, treffen wir uns hier. Und wir freuen uns schon sehr auf den ersten Start mit inhaltlichen Sachen nach dem Kanufahren. Ja, dann vielen Dank, dass ihr vorne wart. Schön, dass ihr jetzt hier seid. Schlussapplaus nochmal. Ich würde mich gerne wieder hinsetzen. Und es gibt noch ein kleines Hallo, ein kleines Willkommen vom Wolfgang Herbig, das ist der Vorsitzende von unserem Kirchenvorstand. Ja, liebe Konfirmanden, liebe Konfirmanden, ihr habt euch so toll vorgestellt, das muss ich natürlich auch tun. Ich bin der Wolfgang Herbig hier aus Malzfeld, 7.0 Jahre alt. Und mache am liebsten das, was die Ruth heute macht, nämlich hier Musik machen am E-Piano, aber auch in der Kirche an der Orgel und ansonsten mich gerne mit Henning streiten, denn ich bin auch in der Leitung des Kirchenvorstandes tätig und in dem Namen aller Kirchenvorstände der Gemeinden Beisefurt-Malzfeld, Dagobertshausen, Elfershausen, darf ich euch alle, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden hier, herzlich willkommen heißen. Besonders heute, aber überhaupt in diesem Jahr. Und so hoffe ich doch auch noch etwas länger über dieses Jahr hinaus. Ich möchte das eigentlich tun mit drei englischen Worten. Das tut man ja bei jungen Leuten. You are welcome. Ich habe mit meiner Frau sehr oft Urlaub gemacht. In England, in Wales, in Schottland, in Irland. Und immer, wenn wir irgendwo waren, hörten wir You are welcome. Nun glaubt man, wörtlich übersetzt, du bist willkommen. Ist es aber gar nicht. Das heißt eigentlich nur bitte. Ich möchte es aber sehen in der wörtlichen Übersetzung. Du bist willkommen in dieser Kirchengemeinde, in den Kirchengemeinden, dort jeweils, wo ihr seid, aber auch eben besonders hier im Malzfeld. Was ist so eine Kirchengemeinde? Ich habe mich das lange gefragt. Irgendwann habe ich das dann mal so ein bisschen besser begriffen. Paulus hat in seinem Brief an die Korinther mal geschrieben, die Gemeinde ist wie ein Körper mit vielen Gliedern. Vom Kopf bis zu den Fußzehen. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wenn ihr zu dieser Kirchengemeinde gehören wollt, was seid ihr eigentlich? Seid ihr Ohren, seid ihr Augen, seid ihr Mund? Diese drei Sachen würde ich euch besonders wünschen in dieser Zeit, Ohren zu hören, was passiert hier in diesen Kirchengemeinden? Ist das alles gut? Ist das schlecht? Zu schauen, wie seht ihr das aus eurem Blickwinkel? Ist das gut? Ist das schlecht? Und mit eurem Mund einfach zu sagen, ey, das finden wir klasse oder ey, nee, das ist nicht so toll. Sagt das dem Matthias, sagt das dem Henning Reinhardt, sagt das mir, sagt das allen anderen.
Und ich denke, wir werden offene Ohren für euch haben. Denn eins ist mir besonders wichtig und auch uns allen, auch in den Kirchenvorständen. Wir fragen uns immer wieder, wer sitzt denn in 20 Jahren hier? Wahrscheinlich werde ich es nicht mehr so richtig sein und wenn, dann höchstens noch im Rollator. Aber wenn, dann werdet ihr das sein. Und die Generation dazwischen vielleicht noch. Also, wenn es uns nicht gelingt, euch eine Heimat zu geben, dann haben wir versagt. Wir wollen uns dazu Mühe geben, wir wollen euch die Hand reichen. Es ist immer ein Kompromiss zwischen der alten und der jungen Generation, so denke ich. Aber wenn wir den Kompromiss finden, dann denke ich mal, sehen wir uns auch in 20 Jahren noch hier. In diesem Sinne, wir wollen euch die Hand reichen, reicht sie uns und vielleicht wird was draus, dass wir in vielen Jahren noch gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich danke euch. Wir singen gemeinsam ein Lied. Wiesen und Berge, die Wälder und Seen. Es ist ein schönes, fröhliches Lied. Das passt, finde ich, auch zum Wetter gerade. Es ist auch ganz toll, dass es nicht ganz so heiß ist, sondern wir ein paar Wolken haben. Also eigentlich ideal auch zum Danken und sich zum Freuen, um Gott zu danken. Und darum geht es in dem Lied. Gebeten heute bei dem Thema Segen jetzt und gefragt, ob ich etwas Persönliches sagen kann zum Thema Segen. Ganz kurz auf den Punkt gebracht würde ich sagen, Segen bedeutet für mich Gottes Rückenwind in meinem Alltag. So erlebe ich das sonntags am Ende eines Gottesdienstes, wenn der Segen gesprochen wird, dann weiß ich, in die neue Woche geht Gott mit bei allem, was ich erlebe. Was passiert, dann weiß ich, er ist mit dabei und er hält seine Hand über mir. Aber Segen ist nichts, was nur für mich zum Sonntag gehört, sondern zu jedem Tag und jeder Stunde am Tag. So habe ich mir schon angewöhnt, als unsere Kinder noch ganz klein waren und sie in die Schule gegangen sind, wenn sie aus der Haustür rausgegangen sind, dass ich leise einen Segen über ihnen ausgesprochen habe. Und das haben die nie gehört und nie mitbekommen, aber für mich war es einfach so, Gott geht mit ihnen und Gott ist mit dabei. Das habe ich beibehalten bis heute, wenn sie sind erwachsen, wohnen lange nicht mehr zu Hause. Wenn sie uns besuchen und fahren weg mit den Autos, dann spreche ich Gottes Segen über ihrem Leben aus. Also auf der einen Seite selbst Segen empfangen und Segen weitergeben, finde ich es eine großartige Sache in meinem Leben.
Gottes Segen ist in der Bibel ein großes Thema. Abraham wird gesegnet, der Sabbat wird gesegnet, die Tiere bei der Erschaffung der Welt, der Mensch. Und Jesus segnet auch. Davon hören wir jetzt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium aus Kapitel 10. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen: Lasst doch die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen. Das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Amen. König voller Kraft, voll Weisheit und voll Macht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht, und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht.
Super, wo ist meine Kiste? Die habe ich da hinten Ich will euch morgen ganz kurz etwas von einer Studienfreundin erzählen. Die hatte auch so eine Mutter wie Katja. Witzig, wir haben uns nicht abgesprochen. Diese Freundin, die Elisabeth, hat mir erzählt, solange sie sich zurückdenken, erinnern kann, immer wenn sie aus dem Haus gegangen ist, ist ihre Mutter zu ihr gekommen und hat ihr die Hände auf den Kopf gelegt und hat gesagt, Gott segne dich. Und Elisabeth hat noch zwei Schwestern, bei denen war das ganz genauso. Das nimmst du so als junges Kind, glaube ich, hin. Wenn man dann jugendlich wird und dann warten morgens die anderen Schulfreunde vielleicht schon vor der Tür, ist es vielleicht auch eher ein bisschen peinlich. Was soll das so? Komisch, das macht sonst keiner, nur meine Mutter. Aber Elisabeth hat gesagt, sie hat immer gemerkt, es ist eben doch was Besonderes. Da ist was drin, auch wenn mir das unangenehm ist, wenn mir das peinlich ist, es ist irgendwie doch etwas Besonderes. Hat ihr Eindruck gemacht? Und mir hat es Eindruck gemacht, als ich das erzählt bekommen habe, weil ich kannte das von zu Hause zum Beispiel überhaupt nicht. Also, dass meine Eltern mir die Hände zum Segen aufgelegt hätten, habe ich gar keine Erinnerung. Was ist das, Segnen? Was geschieht beim Segnen? Wahrscheinlich ist das Verstehen beim Segen gar nicht so das ganz Wichtige. Also wichtiger ist es, dass wir Segen empfangen können, als dass wir ihn verstehen. Genauso wie es wahrscheinlich wichtiger ist, geliebt zu werden, als Liebe zu verstehen, richtige Worte dafür finden zu können oder es erklären zu können oder sowas. Segnen heißt für mich, Gott kommt ins Spiel. Gott kommt ins Spiel. Wieso das? Ist der nicht sowieso immer und überall da? Also auch das hört man ja immer wieder, Gott ist sowieso überall und man kann es auch in der Bibel lesen, dass Gott überall ist. Aber sowieso, dann vielleicht doch nicht. Gott ist frei. Gott kann ich nicht halten, Gott kann ich nicht in die Tasche stecken, das alles nicht. Ich habe auf Gott keinen Zugriff. Und trotzdem, Gott will in mein Lebensspiel reinkommen. Und einen Weg, wie das geschehen kann, dass er in mein Lebensspiel hineinkommt, ist der Segen, das Versprechen, das Gott mir gibt, ich bin für dich da. Beim Segen lassen zwei etwas geschehen. Das ist mir ganz wichtig. Segen heißt vor allen Dingen etwas geschehen lassen. Und zwar auf zwei Seiten. Einmal auf der Seite von dem, der segnet. Denn das tun wir eigentlich gar nicht selbst. Wenn wir einen anderen Menschen segnen, dann sind es gar nicht wir, oder jedenfalls nicht in erster Linie wir, der da segnet. Weil Segen heißt etwas geben, was ich nicht habe. Ich habe ja gesagt, Gott kann man nicht haben. Ich gebe dem, den ich segne, beim Segnen ein Versprechen, was viel größer ist als alles das, was ich einhalten kann. Was ich auch nicht garantieren kann und auch nicht garantieren muss. Gott verwendet Menschen beim Segnen, aber wir müssen das nicht garantieren. Wenn man mal ein bisschen in der Bibel liest, dann merkt man, im Alten Testament ist der Akzent beim Segen ganz stark darauf, was wirkt Segen eigentlich? Und da kriegen wir erzählt, dass Segen Lebenskraft bedeutet. Ja? Also die Tiere werden erschaffen und sie werden gesegnet von Gott, dass sie die Kraft haben, am Leben zu bleiben. Segen bedeutet Schutz. Segen kann, sagt das Alte Testament, Wohlstand bedeuten. Ein Gedanke, der uns vielleicht ein bisschen fremd ist, aber das Alte Testament ist da eigentlich sehr ungeniert und sagt, es ist toll auch, wenn etwas gelingt, wenn du ein gutes Einkommen hast, da kann Segen drinstecken. Segen im Alten Testament ist, sage ich immer, ziemlich handfest.
Es hat viel mit dem zu tun, was, glaube ich, jeder von uns sich in der einen oder anderen Weise auch für sein Leben wünscht. Die Kraft zu haben, die du brauchst. Wenn du merkst, sozusagen am Freitag ist eigentlich für zu wenig Kraft noch zu viel Woche übrig. Schutz. Katja hat es erzählt, deine Kinder werden groß, die setzen sich in ein Auto und du bist nicht dabei. Das muss so sein, klar. Aber du wünschst dir, dass sie beschützt sind, auch wenn du nicht dabei bist. Das Neue Testament redet vom Segen mit einem anderen Akzent. Da geht es mehr darum, um die Gottesbeziehung. Das steht im Vordergrund. So wie in der Geschichte, wie wir es eben gehört haben. Jesus spricht davon, dass den Kindern das Himmelreich offen steht und er segnet sie. Segen heißt, ich werde einbezogen in diese neue Welt Gottes. Ich darf dazugehören. Und ich finde beides wichtig. Ich finde wichtig, dass Segen sehr wohl Spuren in diesem Leben hinterlässt. Ja, Gott meldet sich in unserem Leben durch Segen mit Spuren. Und gleichzeitig geht Segen weit über dieses Leben hinaus. Und es gibt Momente, in denen ich mich gesegnet fühlen darf, obwohl in dieser Welt vieles nicht gelingt. Obwohl ich mich kraftlos fühle. Obwohl mir das, was mir wichtig ist, nicht gelingt. Obwohl ich vielleicht scheitere. Trotzdem sagt Gott, ich bin für dich da. Der segnet, der muss es geschehen lassen. Und der gesegnet wird, auch. Der Blick, wenn ich mich segnen lasse, liegt nicht auf dem, was ich kann, was ich bisher geleistet habe, was ich verdient habe. Das griechische Wort für segnen heißt, wenn man das ganz wörtlich übersetzt, schönreden. Schönreden. Wir kennen das Wort schönreden so ein bisschen für, naja, der muss sich das schönreden, weil es ist nicht so toll. Ja, also man tut so, als ob. Es ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Täuschung oder Selbsttäuschung da drin. Tatsächlich redet der Segen den, der gesegnet wird, schön. Aber nicht als Täuschung, sondern Gott sagt mir, was er heute in mir schon sehen kann. Obwohl ich nach außen hin vielleicht noch sehr, sehr anders bin. Obwohl es da Sachen gibt, wo ich selber eher sagen würde, naja, mittelprächtig bis hässlich. Gott sagt mir im Segen, er redet mich schön. Er sagt, du bist in meinen Augen schön, geliebt, wertvoll. Du bist Teil meiner neuen Welt, wie wir es eben gehört haben, als Jesus die Kinder segnet. Und mir selber ist es auch deswegen wichtig, immer wieder Segen zu empfangen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das ziemlich schnell vergesse. Und dass ich immer mal wieder eher sozusagen in meine alte Hässlichkeit zurückfinde und da eigentlich denke, dass das auch irgendwie passt. Segnen ist kein Privileg von irgendwie wenigen. Jeder kann das. Jeder kann das so machen, wie Katja das gemacht hat, die Mutter dieser Studienfreundin gemacht hat. Jeder kann andere Menschen segnen. Und ich glaube auch, jeder kann Segen brauchen. Es ist gut, sich segnen zu lassen. Es gibt im Alten Testament einen Vers, den ich selber sehr mag. Das sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du bist der, der Segen bekommt, den empfängt und deine Aufgabe ist, das Segen weiterzugeben. Behalt das, was du geschenkt bekommen hast, nicht für dich. Schenk das weiter. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich habe mir für diesen Gottesdienst überlegt, dass es nachher eine kurze Zeit geben soll, wo ihr euch segnen lassen könnt und untereinander Segen weitergeben könnt. Und ich möchte euch etwas vorstellen. Eine Aktion, wo drauf steht, ich brauche Segen. Jeder von euch kriegt nachher entweder so ein kleines Mini-Plakat oder Aufkleber
Und die sind dafür gedacht, sozusagen Segen in unsere Dörfer zu bringen. Denn da ist so ein QR-Code drauf und mit dem Handy kann man das abfotografieren und dann bekommt man einen Segensspruch gesagt. Und ich fände es eine tolle Idee, ich habe es mir nicht ausgedacht, es sind andere Gemeinden gewesen, die es auf den Weg gebracht haben, wenn es immer wieder in unserem Alltag Punkte gibt, wo wir genau darauf stoßen, dass ich Segen bekommen kann, dass ich mir Segen zusprechen lassen kann. Wie gesagt, jeder von euch kann sich so einen Aufkleber mitnehmen, kann ihn irgendwo an der Laterne oder sowas hinkleben. Oder ich habe mir das zum Beispiel hinten ins Auto reingemacht und lädt dazu ein, Menschen neugierig zu machen und Menschen, die spüren, Mensch, Segen, das wäre jetzt genau das Richtige für mich, sich Segen zusprechen zu lassen. Das Beispiel von dieser Mutter der Studienfreundin, das hat mich selber nicht losgelassen. Und ich habe mir damals überlegt, das will ich auch. Ich möchte gerne immer wieder meine Kinder und meine Familie segnen. Ich kriege das nicht so gut hin wie diese Mutter. Nicht wirklich genau jeden Abend, weil ich da manchmal gar nicht dabei bin, wenn die Kinder ins Bett gehen. Und auch nicht ganz jeden Morgen, aber fast jeden Morgen. Dann mache ich das und lege dem Kind, das aus dem Haus geht, die Hände auf und sage, Gott segne dich. Ja, die Reaktionen sind auch ein bisschen unterschiedlich, je älter die werden. Aber ich glaube, auch ihnen bedeutet es was. Und es gibt Momente, die finde ich ganz besonders schön. Dann legt sich nämlich eine kleinere Hand auf meinen großen und ziemlich leeren Kopf. Amen. Wir singen zusammen das nächste Lied. Shine, Jesus, Shine heißt das nächste Lied. Genau, singt gerne mit, ein sehr fröhliches Lied auch. Shining in the midst of the dark.
Ja, jetzt möchte ich Sie und euch einladen, dass ihr euch segnen lasst. Normalerweise machen wir den Segen ja am Ende vom Gottesdienst, heute mal sozusagen mittendrin. Und ich schlage Folgendes vor. Es sind eine ganze Reihe Leute gekommen als Familie. Ja, mit Großeltern, Eltern, Geschwistern und so weiter. Und mein Vorschlag ist, dass ihr euch, dass ihr aufsteht alle, die sich segnen lassen wollen. Ihr könnt alle auf dem Platz stehen, Platz bleiben, aber aufstehen. Und dass ihr euch sozusagen, wenn ihr wollt, als Familie die Hände gebt, dass ihr euch die Hand auflegt auf den Kopf, auf die Schulter gegenseitig, dass ihr euch irgendwie ein Zeichen gebt, jawohl, wir gehören zusammen und Segen soll Teil von dem werden, dass wir zusammen sind, als Familie, als Freunde und so weiter. Wenn du allein da bist, das ist überhaupt kein Problem, dann stell dich einfach hin und ja, öffne die Hände und mach dich so bereit dafür, Gottes Segen zu empfangen. Und an alle, die zu Hause sind, lade ich auch dazu ein, wer zusammen miteinander den Livestream schaut, stellt euch voreinander, legt euch vielleicht die Hand auf den Kopf oder gebt euch die Hand oder macht es für euch anders irgendwie deutlich, dass ihr zusammengehört und miteinander Gottes Segen empfangen wollt. Und wenn du allein zu Hause sitzt, dann mach auch du das. Öffne die Hände, lass dich so segnen und füllen mit Gottes Segen. Lasst euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Manchmal kommen Kinder in den Konfirmandenunterricht und dann passiert auch mit der Familie was. Das war in diesem Fall einmal so, nämlich bei Familie Steinbach. Steht ihr mal ganz kurz auf. Liebe Steinbach, ihr habt mich als das klare, dass die Bekannte aus ihrer Zeit ist, dass die Konfirmanden durchkommen, angesprochen und gesagt, Mensch, wir überlegen, wir würden eigentlich gern in die evangelische Kirche übertreten. Ihr seid römisch-katholisch groß geworden, die Eltern, und habe dann gesagt, eigentlich verbindet uns mit der Gemeinde hier viel mehr. Und ich fand es ganz toll und wir haben ein Gespräch miteinander geführt und ich freue mich sehr, dass wir euch in unserer Gemeinde hier begrüßen dürfen. Ich freue mich, dass Katja und Erik im Konfirmandenunterricht dabei sind und ich wünsche mir einfach, dass ihr hier gute Jahre mit uns als Gemeinde habt und wir begrüßen euch mit einem kleinen Applaus. Vielen Dank. Wir beten eigentlich in jedem Gottesdienst. Wir beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott hier ist, wenn wir feiern und dass er uns zuhört. Dass es ihm was bedeutet, was wir sagen oder was wir vielleicht auch gar nicht mit Worten richtig ausdrücken können. Und ganz oft bitten wir ihn auch. Wir bitten ihn, weil wir mehr brauchen als das, was wir können. Deswegen lasst uns beten, für uns und für andere. Und zwischen den Bitten rufen wir gemeinsam, Herr, wir bitten dich. Und ich möchte Sie und euch bitten, wir stehen dazu auf. Unsere Welt, dass wir es besser schaffen, die großen Probleme ernst zu nehmen und Lösungen zu finden gegen die Erderwärmung, gegen die vielen Kriege, gegen Hunger
und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, gegen Rassismus und alte Wunden in der Geschichte. Wir rufen, Herr, wir bitten dich. Für unser eigenes Land, dass wir uns zuhören, besonders da, wo Menschen die Dinge anders sehen als wir. Dass die politische Auseinandersetzung im Wahlkampf sachlich bleiben kann und fair als Wettbewerb um gute Ideen. Wir rufen, Herr, wir bitten dich. Für unsere Familien, weil es manchmal nicht einfach ist und weil wir es zu selten hinbekommen, zu sagen und zu zeigen, wie wichtig wir uns wirklich sind und wie dankbar und froh wir miteinander sein können. Wir rufen, Herr, wir bitten dich. Für unsere Gemeinde, dass wir für andere ein Segen sein können, dass wir merken, wo wir gebraucht werden, dass wir uns nicht zu gut sind, um von anderen zu lernen. Wir rufen, Herr, wir bitten dich. In der Stille sagen wir dir, Gott, was du heute von uns wissen sollst. Wir rufen, Herr, wir bitten dich. Und als Kinder Gottes beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Zum Schluss noch einige Bekanntmachungen. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst in Dagobertshausen um 9 Uhr und in Malsfeld 10.30 Uhr hoffentlich wieder hier draußen. Beide Gottesdienste mit Abendmahl. Herzliche Einladung dazu. Nur Dagobertshausen. Herzliche Einladung dazu und auch an dieser Stelle nochmal Werbung, dass wir gemeindeübergreifend vielleicht die Gottesdienste besuchen. Jeder ist jederzeit überall eingeladen in unserem Kirchspiel. Die Kollekte ist heute bestimmt für das Netzwerk Offene Kirchen. In der Landeskirche gibt es über 200 Kirchen, die verlässlich an mindestens 5 Werktagen pro Woche geöffnet sind. Ich hoffe, unsere Kirche wird auch bald wieder dazugehören. Noch haben wir das Problem, dass wir diese viele Technik, die wir hier sehen, auch irgendwo wieder abschließen müssen. Und das tun wir zurzeit noch in der Kirche. Sobald das unter Verschluss gebracht werden kann, wird auch unsere Kirche wieder offen sein, so wie die anderen Kirchen im Kirchspiel auch. Das Netzwerk berät die Gemeinden bei der Umsetzung dieser offenen Kirchen und stellt Materialien für die Besucher zur Verfügung. Und gerade in der Corona-Zeit hat sich das gezeigt, wie wichtig es ist, dass man offene Kirchen hat, die jeder besuchen kann. Und Gott segne Geber und Gaben an dieser Stelle. Für jede Woche ein biblischer Vers, der uns begleiten soll. Jesus sagt über sich, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Lukas 19, Vers 10. Zum Schluss danke an dieser Stelle an die Musik, an Ruth Eckhardt, an Matthias Lambach und Christina Töpfer für die schönen Lieder, die hier vorgetragen und begleitet worden sind. Einen schönen Sonntag wünschen wir allen. Bei etwas vielleicht angenehmeren Temperaturen als die letzten Tage und ohne viel Gewitter. Weil der Segen ja schon auf uns alle gelegt worden ist, beschließen wir den Gottesdienst mit dem Segenslied zum Schluss. Dankeschön.
wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsche dir diesen Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsche dir diesen Segen. Nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus. Ich wünsche dir diesen Segen. Schönen Sonntag wünschen wir euch allen.